Ja, ich bin die Frau Brodowski, Angelika Brodowski, bin hier Lehrerin am Gymnasium. Mein Name ist Jörg Mieter, ich bin Kunst- und Deutschlehrer an der Schule und habe die Senior AG seit 2 Jahren begleitet. Unsere Klassenlehrerin, Frau Brodowski, die ist halt die Leiterin der Senior AG und hat uns jetzt in unsere Klassen immer so ein bisschen hingelockt. Und dadurch, dass dann die Senegalesen 2008 hergekommen sind, hat man ja so ein bisschen mehr Kontakt mit denen gehabt und da fing es dann so richtig an, das war so richtig blutgeleckt. Ja, also es geht immer im Wechsel, in einem Jahr kommen die her und im nächsten Jahr fliegen wir wieder runter. Dann kommen die wieder her, dann wieder wir. Ist ja eigentlich relativ nah am Meer gleich. Dann kam ja immer die Brise vom Meer, also war es eigentlich recht angenehm und da ist ja schon die Hauptstadt Dakar, also wir sind glaube ich immer 3 Stunden oder so gefahren, aber es lag halt an dem Verkehr, der ist da ein bisschen anders als hier. Da war eine kleine Grundschule in Bött, das ist ein Dorf. Die hatten keine richtige Wasserversorgung. Und wenn die Schüler dort, die die Grundschule besuchen, auf Klo müssen, dann müssen die nach Hause laufen. Und da wollten wir eben, dass die Mädchen auch die Chance haben, da in der Schule auf Toilette zu gehen. Ja. Und natürlich auch die Jungs. Und da wollten wir halt eine Toilette errichten. Und da haben wir zusammen mit unserer Partnerschule in Rifisk beschlossen, dafür Geld zu sammeln. Es entwickelt sich dann einfach so der Gedanke, ein Magazin rauszugeben. Für Erwachsene, also für jeden anderen außer Schüler, kostet es 5 €. Für Schüler von unserem Gymnasium 3 €. Also dass wir das hier in der Region vor allem verteilen und loskriegen, dass die Leute, die hier leben, auch wissen, dass es so ein Projekt in ihrer Region gibt, dass sie sich das auch mal angucken können, dass sie sich darüber informieren. Im Senegal Magazin ist jetzt das meiste aus dem Besuch von 2009. Also im Großen und Ganzen ist das Magazin dreigliedrig aufgebaut, also besteht aus 3 Teilen. Im ersten Teil wird die Partnerschaft vorgestellt zwischen dem Lycée de Moderne in Rufisque und unserer Schule. Im zweiten Teil sind Artikel zum letzten Besuch im Senegal und unserem Projekt mit dem Thema Wasser vorgestellt. Und im dritten Teil haben Schüler Landesinformationen zusammengetragen. Viel, was da drin ist, ist auch von den Senegalesen. Also wir haben natürlich Umfragen gemacht, da sind Befragungen drin von den Senegalesen. Da sind auch Kochrezepte von den Senegalesen drin, die wir uns geben. Gedichte, die die selber geschrieben haben. Da ist sogar eine Schülerin dabei, die hat auf Deutsch geschrieben.